hallo, ich begrüße euch da draußen. Ja, wir sind gerade dabei, die Godot Online-Schule zu filmen mit Dr. Peter Greb zusammen. Und jetzt ging es gerade darum, dass wir das Godot Ballengang-Yoga noch aufgenommen haben für euch, also die Übungen, die wichtig sind, dass sich der Körper auch wirklich an den natürlich angelegten Ballengang rückerinnern kann. Und ich werde auch immer wieder mit Fragen konfrontiert. Warum ist es überhaupt wichtig, den Ballengang zu lernen? Beziehungsweise man kann ihn ja eigentlich gar nicht lernen, weil wir sind ja als Kinder auch schon Ballengänger gewesen. Warum ist es eigentlich wichtig, auch mal ein Ballengang-Seminar zu besuchen oder die Godot-Gangschule sich zu kaufen oder auch unsere Online-Ballengang-Schule? Ja, das kann ich einfach so aus meiner eigenen Geschichte nachvollziehen, weil ich hatte leider keinen Coach. Ich habe ungefähr vor 9 Jahren mich wirklich entschieden, zum Ballengang zurückzufinden, und ich muss sagen, das Allerwichtigste war diese Entscheidungsphase. Das war der Punkt der Entscheidung, wo ich einfach gemerkt habe, unter anderem beim Hörtest, also wo ich die Finger in die Ohren gesteckt habe und diesen lauten Aufprall der Ferse immer wieder wahrgenommen habe, dass ich gemerkt habe, das möchte ich meinem Körper einfach nicht mehr antun. Das ist natürlich ganz klar, ich bin ein totaler Bewegungsmensch, ich komme aus dem Sport und ich weiß, was es bedeutet, geschmeidig und gelenkig zu bleiben und auch gesunde Gelenke zu haben. Und deshalb habe ich mich damals entschieden, das, was schon an Schaden auch da war in meinem Körper, ja, also ich hatte also Kniebeschwerden, wieder zu regenerieren. Und da war es mir total klar, dass das nicht funktioniert im Fersengang, wo ich einfach immer wieder diese Stöße in meine Knochenkette haue, bis hin in die Schädeldecke, sondern dass es darum geht, eine sanfte Bewegung zu finden, die meinem ganzen Körper, Seele, Geist-System wirklich gut tut. Ja, ich habe dann damals zum Glück das Buch Godot von Dr. Peter Greb gelesen, und es hat mir total geholfen, weil mir erstmal klar wurde, was für Zusammenhänge eigentlich stattfinden. Ja, so wie sich das auch auswirkt auf meine Psyche, wenn ich mich entscheide, wirklich wieder anders und weicher zu laufen. Ja, also das hat also in meiner ganzen Psyche was verändert. Und wenn ich euch das hier nochmal so erkläre, dann mache ich das jetzt in meinen eigenen Worten. Nochmal zu den Füßen. Es geht wirklich darum, im Fühlen zu bleiben. Das heißt, ich komme nicht in diesen Widerstand des Fersengängers, wo ich wirklich den Fuß anhebe und dann sage ich eigentlich, nein, ich will gar nicht fühlen, und dann schlage ich mit der Hacke auf den Boden, sondern ich bleibe wirklich mit lockerem, entspannten Fuß in der Vorwärtsbewegung. Damit signalisiere ich meinem ganzen System bis hin ins Gehirn, dass ich mich entscheide, in der Vorwärtsbewegung zu bleiben und gleichzeitig auch zu fühlen. Weil der weiche Ballen steht wirklich für die Herzzone auf allen Ebenen. Ich mache das nochmal vor. Jetzt bleibe ich wirklich im Flow der Bewegung. Ich mache jetzt nochmal den Fersengang, damit ihr auch den Unterschied sieht. Der geht nach außen, im Grunde gehe ich von mir weg. Hier bekomme ich natürlich auch irgendwann Probleme in den Knien, ja, weil das Kniegelenk, das bewegt sich eigentlich nur vor und zurück in diese Richtung. Und wenn ich das so zum Boden bringe, dann habe ich natürlich eine Drehung drin, die brauche ich überhaupt nicht. Ja? Also das wäre jetzt der Fersengang. Da gehe ich von mir weg. Ja? Ich sage erstmal Nein zur Erde, dann klatsche ich resigniert mit dem Ballen auf und dann gehe ich so weiter. Ja? Also so rollen die meisten Menschen über die Füße ab. Es wurde mir durch einen Zufall klar, dass es ein medizinisches Dogma gibt, was überall da durchleuchtet, wo der Mensch mit sich selbst nicht im Klaren ist, also wo er mit sich selbst unsicher wird, wo er sagt, da läuft was schief, wo er sagt, ich bin überlastet. Ich leide zu 85%
an Krankheiten im Halteapparat. Ich habe Rückenschmerzen. Meine Füße sind nicht gesund. Da habe ich Spreiz, Senk, Platt- und Knickfüße. Und das wird den Leuten auch noch von jedem nächsten Arzt wieder bestätigt. Also das muss ja stimmen. Also und mit meinem Hohlkreuz, ja, damit bin ich geboren. Meine Mutter hat das auch. Und mein Hallux Valgus, den hat auch meine Mutter. Das ist also wahrscheinlich erblich bei uns. Und ich habe es mit der Hüfte und ich glaube, ich muss demnächst eine neue Hüfte kriegen. Und ich muss in diese und jene Operation am Knie doch wohl einwilligen. Mein Knie funktioniert nicht mehr, das schwillt dauernd an. Und warum habe ich überhaupt so starke Venen in den Beinen? Und die tun mir auch weh. Und ihr wisst ja, es hängt von uns ab, wie die Welt sich gestaltet. Und da habe ich einen Beitrag entwickelt in den letzten 43 Jahren, den ich Godot nenne. Und das ist hat sich zu einem Wissenschaftsfeld ausgedehnt, das eigentlich allen vorherigen Wissenschaften unterlegt werden müsste, damit wir verstehen können, wer wir sind. Wir fangen mal so an, dass ich euch eine kleine Demonstration mache von etwas, was ihr jederzeit, indem ihr euch mit einem Café in einen Straßencafé setzt, beobachten könnt. Ihr könnt nämlich dort sehen, wie die Menschen vom Trottoir hinunterschreiten an der roten Ampel, wenn die grün wird, auf eine ganz bestimmte Weise. Man nennt es Schreiten. Sie treten nicht herunter vom Trottoir, sondern sie schreiten hinab vom Trottoir und das sieht dann etwa so aus. Das beobachtet ihr aus dem Café heraus. Die Leute kommen alle mit dem Vorfuß unten an. Und warum gehen sie eigentlich nicht so weiter? Ich mache das nochmal rückwärts. Wenn jemand das Trottoir runtergeht, und das gilt für jeden, geht er so. Aber komischerweise macht er den nächsten Schritt so. Das ist etwas, was ihr jederzeit mal beobachten könnt. Wenn er dann wieder das Trottoir hochgeht, geht der Mensch wieder so über den Vorfuß da hoch. Und er könnte ja dann auch so weitergehen. Aber das tut er nicht. Auch da macht er wieder etwas, was wir den Hackengang nennen. Und die Kultur des Hackenganges beherrscht alle Kulturen weltweit, denn wir werden bereits im Mutterleib geprägt von der stolzen Haltung einer biologisch reifen Frau, die uns sozusagen stehenden Fußes der Welt präsentiert, noch in ihrem Bauch. Und wenn sie diese Stehfußgeste macht, dann ist sie eine Hackengängerin und der Stoß überträgt sich in jedem Schritt auf die werdende Frucht. Wir alle, Männer wie Frauen, sind aus Frauen geboren, also haben wir alle von im Uterus bereits diese Imprägnierung mitgekommen. Es gibt ganz selten Mütter, die während der Schwangerschaft vielleicht auf der Bühne stehen und singen und tanzen. Aber auch die, wenn sie die Bühne verlassen, gehen wieder über die Hacke. Und das nennen wir jetzt mal so platt den Hackengang. Und das, worüber Godot überhaupt entstehen konnte, ist die Erkenntnis, dass wir genetisch angelegt Ballengänger sind. Vorfußauftrittsschreitende. Eigentlich sind wir alle Könige und Königinnen, denn die dürfen schreiten, die schreiten. Und wenn wir denn auch wirklich zu unseren Taten wirklich stehen, dann können wir zur Tat schreiten. Wenn wir sie begehen, indem wir über die Hacken gehen, dann werden wir erstens leicht erwischt.
Jetzt wollte ich euch nur einmal auf eine kurze Weise eine Möglichkeit geben, in die Beobachtung dieser Tatsache, dass wir alle Hackengänger sind, hineinzugehen, indem er ganz entspannt im Café sitzt.